Hallo und herzlich willkommen hier bei uns in der E-Bike-Erlebniswelt Erhard Mutt in Lauda. Zu Gast sind heute bei mir die Tanja und der René. Es geht ums Thema lieber I als nie fürs E-Bike und von Schäfflens im Odenwald bis ans Nordkap. Ja, jetzt haben wir uns hier heute mal eingefunden und es ging einfach darum, dass wir einfach mal über eure Reise reden. Bei uns sind sie schon als die Weltreisenden bekannt. Es geht einfach mal darum, dass wir heute ein kleines Interview machen, was die Beweggründe waren, wo es hinging, mit welchen Bikes und so weiter, weil wir das sehr interessant finden. Dann komme ich mal bei dir drauf zu sprechen, Tanja. Was waren denn eigentlich so die Beweggründe? Wir hatten mal bei einem Kaffee bei uns hier mehrere Gespräche geführt, wo ich dann auch Informationen bekommen hatte. Und du bist ja Krankenschwester. Genau. Und da hattest du ja einen Beweggrund, wo du gesagt hast, jetzt muss einfach mal, ja, mal raus, eine Abwechslung rein. Genau, ne? Ich meine, das war ja, also wissen wir ja alle, die letzten 2,5 Jahre waren ja für uns alle nicht einfach. Mhm. Und ich habe halt als Krankenschwester in Heidelberg auf einer Corona-Intensivstation gearbeitet und das hat nach 2 Jahren einfach, war auch der Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, so jetzt brauchen wir einen Break. Machen wir eine Pause. Genau, müssen wir eine Pause machen und mal was ganz anderes. Ja. Und wir haben eigentlich schon immer gesagt, wir wollten mal entweder zu Fuß oder mit dem Fahrrad unsere Reiseziele selber erarbeiten, nicht einfach nur hinfliegen. Ja. Und das hat sich dann so ganz gut ergeben und zusammengefügt. Ja. Genau. Man sieht ja auch, also der René und die Tanja, die sind wirklich schon so richtige, ja, wie soll man sagen, das sind schon so richtige Weltenbummler. Ne? Wenn ich den René mir angucke, ne? Das ist schon so eine Socke, sagt man immer, ne? Ist wirklich so und so habe ich ihn auch kennengelernt hier. Jetzt ging es ja darum, da waren ja bestimmt auch verschiedene Überlegungen, jetzt seid ihr auf 2 E-Bikes gekommen. Ne? Wie seid ihr denn auf uns gekommen? Also auf euch sind wir gekommen, einfach Recherche. Ja, wir haben halt ein bisschen nach E-Bikes geschaut, wo man die testen kann und sind dann auf die Erlebniswelt gestoßen und haben gesagt, jetzt fahren wir mal vorbei, schauen uns das an. Dass wir dann ja auf die Räder gekommen sind, war einfach durch eine Testfahrt. Wir haben dann 2 verschiedene E-Bikes getestet und sind dann auf das Riese und Müller Supercharger gestoßen und da sind wir drauf gesessen, das hat uns einfach am besten gepasst. Mhm. Und aufs E-Bike, dass wir E-Bike fahren wollten, sind wir da drauf gekommen, dass wir ein bisschen Probleme mit unseren Knien hatten und mit E-Bike ist es einfach ein kleines Stück einfacher, große Strecken zu fahren. Ja. Und das war dann eigentlich die Entscheidung, ein E-Bike zu nehmen. Ausschlaggebende Punkt. Das geht mir genauso. Also ich habe ja auch mal gesagt, oh, niemals E-Bike, ich bin so der Mountainbiker und Trekkingrad. Und doch, wenn man einmal drauf sitzt auf dem E-Bike, dann will man eigentlich auch nicht mehr runter, weil man wirklich, sagen wir mal, in Gefilde kommt, wo man sonst nicht hinkommen würde. Ne? Denn eure Reise ging ja noch weitaus weiter wie vom Nordkap, da kommen wir nochmal im Laufe des Interviews dazu. Also ich würde mal kurz auf diese 2 E-Bikes eingehen, ihr habt beide dasselbe Rad. Es unterscheidet sich durch die Rennente vorne auf dem Schutzblech bei der Tanja, ne? Und den orangenen Griffen. Also es ist in der Tat so, wir haben hier 2 Riese Müller Supercharger stehen, Curryfarben passend zum T-Shirt heute. Ne? Es ist so, wir haben hier 2 große Akkus drin mit A625 Wattstunden, macht zusammen 1250. Damit lässt sich natürlich einiges am Tag bewältigen und auch einiges bewegen, denn wir haben hier an jedem Rad auch nochmal eine sogenannte Weber-Kupplung dran. Die Ausstattung ist, sagen wir mal, war auch ein bisschen Preisfrage, aber Preisfrage soll nicht immer heißen, dass es minderwertiger ist, denn wir haben hier 2 hervorragende XT-Schaltungen drauf. Wenn man natürlich unterwegs ist, kann man da auch einiges mal selbst machen, einstellen oder verschiedene sagen wir mal, Radhändler könnten einem da weltweit auch weiterhelfen. Das ist ja nicht nur Deutschland, wo Fahrrad oder E-Bike gefahren wird. Die Weber-Kupplungen sind sehr sichere Systeme, die wir auch bei uns hier im Geschäft immer empfehlen. Wir konfigurieren ja auch Räder. Wir haben dann auch verschiedene, sagen wir mal, Zubehörteile mit auf die Räder draufgebracht, sodass ihr da auch sicher, sagen wir mal, eure Reise bewältigen konntet. Ja, also
besser geht es nicht wie 1250 Watt bei uns. Und das sind so zwei leistungsstarke E-Bikes, jeweils mit einem CX-Motor mit 85 Newtonmeter. Ihr habt ja auch vorne diese schönen Frontgepäckträger drauf. Die habt ihr mit Sicherheit genutzt für Gepäck und so weiter, ne? Ja, genau. Wir haben dann die zugehörige Tasche vorne drauf gemacht auf dem Frontgepäckträger und hatten da auch schon bestimmt 5 bis 7 Kilo Gepäck schon alleine in der Front. In der Fronttasche auf dem Frontgepäckträger. Ja. Wir haben ja dann noch zwei Anhänger dabei gehabt. Genau. Einmal einen Anhänger für den Hund. Richtig. Und dann nochmal einen Anhänger für Gepäck. Mhm. Ja. Fürs Gepäck. Genau. Mhm. Und was ich noch dazu sagen muss, also wir waren auch sehr zufrieden mit den Fahrrädern. Wir haben jetzt in den 14.000 Kilometer, die wir drauf haben, haben wir jetzt das zweite Mal erst die Kette getauscht. Mhm. Ja. Und wir hatten das erste Mal die Reifen getauscht. Ja. Ja, also das ist ja... Platten am Fahrrad haben wir nur ein einziges Mal gehabt in der ganzen Zeit, wo wir unterwegs waren. Das war auf dem Bahnhof beim Schieben irgendwo durchgefahren. Sind da, wo es eigentlich niemand passiert. Ja. Tanja, du hast auch erwähnt, ihr habt euch auf diese Reise vorbereitet mit gewissen Equipment. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ihr, sagen wir mal, an den Süd- oder Nordpol seid, aber es ist schon, wie soll man sagen, es ist schon kalt dort gewesen. Ihr habt euch vorbereitet. Unterwegs hast du berichtet, seid ihr schon auf gewisse Situationen gestoßen. Es sind ja E-Bikes zum Aufladen. Ihr hattet dann ein Solarpanel zum Beispiel dabei und so weiter. Sag mal was bitte dazu. Na gut, also wir wollten, unser heroisches Ziel war eigentlich gewesen, wir hätten gern die E-Bikes über Solar auch noch aufladen wollen. Also die Akkus, mussten aber leider doch ziemlich schnell feststellen, dass wir dazu einfach in die falsche Ecke Europas gefahren sind. Zum einen war das Frühjahr jetzt auch nicht so sonnenreich, wie wir eigentlich erhofft hatten. Und es hat schon lange gedauert, also waren nur wenige Sonnentage. Deswegen haben wir dann dieses E-Panel oder dieses Solarpanel und die zugehörige Batterie hauptsächlich halt für unsere anderen elektronischen Gadgets wie Handy und Laptop und so genommen zum Aufladen. Für die E-Bikes hat es zwar, also wir haben es benutzt, um in zwei Emergency-Situationen, wo wir dann noch 20 Kilometer hätten fahren müssen, aber unser Akku echt nur noch minimal voll war, wo wir uns dann kurz in die Sonne gestellt haben und eine Stunde Pause gemacht und dadurch dann noch ein bisschen Rest Elektrizität wieder da reingepumpt haben, um dann wenigstens noch unser Ziel zu erreichen. Super. Ich mache das Video oder das Interview, weil mein Chef vermutet, dass ich der Norwegen-Kenner hier bin, weil ich habe ja auch Bekannte in Norwegen. Ich war ja letztes Jahr erst dort gewesen bei Martin und Anja. Es ist so, die leben in der Region Toten. Das ist genau zwischen Oslo und Lillehammer. Lillehammer seid ihr auch vorbeigefahren. Ja, genau. Ihr seid ja bis hoch an die Lofoten. Und wer es nicht wissen sollte, es ist ja in der Tat so, im Sommer hat man ja lange Tage, da wird es ja gar nicht richtig dunkel, da würde man natürlich genau richtig sein in Norwegen, bloß wenn man im Frühjahr, im März oder so, wie ihr startet, wann war es, März oder April, dann ist es da oben natürlich noch recht dunkel, da ist nicht viel Sonne, da haben die vielleicht 4 oder 5 Sonnenstunden am Tag und es ist einfach zu wenig. Jetzt seid ihr ans Nordkap hoch, wart auch auf den Lofoten. Man weiß es ist so karibikblaues Wasser. Ihr hattet auch richtig Glück, denn unser Kameramann, ne, der Markus, der war auch auf den Lofoten, da war es sehr, sehr kalt. Ich kenne das auch nur so. Ihr hattet da circa so 15, 20 Grad, ne? Ja, also so 20 Grad hatten fast viele Tage. Mhm. Ja, hatten wir richtig Glück. Okay. Ja, und das war, ja, und vor allem dadurch konnten wir auch die Mitternachtssonne richtig gut genießen. Toll, ne? Ja, und toll. Also wir sind halt. Normalerweise, wenn man fährt, dann ist man abends fix und alle und geht bei Zeiten ins Bett, aber wir sind dann erst um 2 teilweise ins Bett gegangen, weil wir einfach die Mitternachtssonne genossen haben, weil wir das einfach sehen wollten. Es ist echt toll, es ist echt ein Traum, ich kenne das. Ja. Jetzt wart ihr am Nordkap, ne? Und seid mit den Rädern nach oben gefahren ans Nordkap mit den Anhängern. Wie lange habt ihr ungefähr gebraucht bis dort hoch? Genau, 101 Tag. 100. Ja, genau. 101 Tag. Ja. Genau, 101 Tag. Und was waren es? 4850 Kilometer. Bis wir oben am Nordkap. Ja, genau. Schön. Und dann ging es ja von dort oben, oder ich frage noch eine Frage, die mich persönlich interessiert. Zu welchen Jahreszeit, zu welchem Monat und bei wie viel Grad wart ihr dort oben? Also Grad wissen wir ja jetzt zumindest in Lofoten, aber jetzt am Nordkap, wann wart ihr genau dort oben? Am 15. Juli sind wir, also das war auch unser Ziel, dass wir so Mitte, Ende Juli einfach auch mit der Weiterfahrt
Deswegen wollten wir ungefähr da drum sein. Mhm. Und wir hatten T-Shirt-Wetter. T-Shirt-Wetter. Aber wir haben in kurzer Hose und T-Shirt. Genau, aber wir haben auch Tage vorher immer die Wetter-App gecheckt und haben gesagt, oh, heute Morgen müssen wir 100 Kilometer fahren, dann müssen wir nochmal, damit wir an dem und dem Tag wirklich das Sonnenfenster, und wir hatten Glück, wir haben es erwischt. Wir haben das Sonnenfenster erwischt und hatten schönes Wetter. Super Tag. Ja. Und jetzt seid ihr aber, es war ja nicht nur die Reise nach Nordkap geplant, ne? Die siehst zwar so, aber ihr wolltet ja ein großes Ziel erreichen, denn ihr wolltet nicht nur ans Nordkap, sondern auch an den südlichsten Punkt Europas. Das hat sich allerdings erst nach unserem Nordkap erreicht. Genau. Genau. Okay. Wenn schon, denn schon, wenn man mal dort ist, dann macht man auch gleich weiter. Ne? Okay. Es ging dann über die baltischen Staaten runter nach Polen, ne? Ja, genau. Wir sind ganz Finnland runtergefahren. Mhm. Wir sind dann von vom Nordkap bis nach Kirkenes mit den Hurtigruten gefahren. Mhm. Das waren dann so knapp 22 Stunden oder so. Und dann sind wir Finnland runter, dann über die baltischen Staaten nach Polen. Mhm. Und ja, genau. Und über Polen sind wir dann in die Slowakei, Ungarn, Rumänien. Rumänien. Und ihr wolltet ja eigentlich weiter, denn das Ziel war ja, Tanja, unten hinter Kreta. Hinter Kreta ist eine kleine Insel, die heißt Quaros, und da steht ein Stuhl am südlichsten Punkt des europäischen Festlands, beziehungsweise der Insel, also das ist eine Insel. Und ich weiß nicht, unter Radfahren gibt es einen Unterschied, ob ich Festland südlichster Punkt und Festland nördlichster Punkt oder halt Nordkap, was ja auf einer Insel liegt. Und deswegen wollten wir halt auf die kleine Insel, wo auch ein Stuhl steht am südlichsten Punkt. Genau. Es kam ja was dazwischen. Ihr hattet ja einen Hund dabei, der ist dann krank geworden. Genau. Tierarzt meinte, geht nicht mehr, ne? Am besten nach Hause, und dann habt ihr eigentlich dort erstmal abgebrochen. Ne? Genau, wir haben Rumänien dann abgebrochen, aufgrund dessen, dass wir halt auch gemerkt haben, dass es unserem Hund nicht mehr so gut geht. Der ist auch kein Jungspund mehr, sondern schon ein kleiner Senior mit seinen 12 Jahren. Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, also das wäre nicht fair ihm gegenüber. Das Tier wohl geht vor. Genau, sondern wir brechen ab, fahren heim und lassen ihn erholen. Erstmal erholen. Genau. Aber wir sagen dazu, der Hund lebt noch, er war ja erst vor 2 oder 3 Wochen bei uns hier. Also er ist ruhig, ist ein alter Knabe, er ist gemütlich, aber er lebt noch, das ist ganz toll, das freut uns auch. Und René, ich frage jetzt einfach mal so, ihr seid ja dann viel unterwegs, fremde Länder. Ich sag mal so, wie ist es denn dort so mit der Verständigung? Also wir sind eigentlich immer relativ gut zurechtgekommen, weil die meisten Leute doch ein paar Brocken Englisch sprechen, und wenn die sprachliche Barriere halt dann doch da war, dann ging es halt irgendwie mit Händen und Füßen, das funktioniert. Okay. So von, ich sag mal so, ihr seid in baltischen Staaten, ne? Man kommt ja durch Länder, ist noch, sagen wir mal, Mitteleuropa, aber hattet ihr irgendwie jemals so das Gefühl, es ist ein bisschen gefährlich oder so? Oder? Nee. Nicht, ja. Nee, also das Gefühl hatten wir nicht, was sagst du? Am Anfang hatten wir uns ein bisschen Gedanken gemacht mit dem Wildcampen, aber das hat sich dann relativ schnell eingestellt, dass das alles kein Problem war. Also wir hatten eigentlich keine Situation. Mhm. Im Gegenteil. Nee. Also wir haben es eher immer nur positive Erfahrungen gemacht, dass uns irgendwie noch ein Care-Paket zugesteckt haben und gesagt haben, ihr könnt da gern übernachten und so. Mhm. Also da sind wir mega positiv überrascht und kann eigentlich nur empfehlen, sowas zu machen. Einfach mal ausprobieren. Ja, genau. Weil ihr habt ja eigentlich alles abgebrochen, Jobs und habt gesagt, unser, sagen wir mal, Erspartes oder ein Teil des Ersparten nimmt man einfach mal raus, weil wenn man älter ist, man ist mal im Rentenalter, dann ist rum. Ja, wenn man überhaupt dahin kommt, das weiß man nämlich auch nicht. Weiß man auch nicht so genau. Okay. Ja. Ich komme mal jetzt auf den Punkt zu sprechen, Tanja. Wir machen hier einfach auch mal Werbung in eigener Sache. Wenn du gerade hier einfach mal, wie heißt es? Wir sind Boundless Cycling, wir haben uns Boundless Cycling genannt, einfach weil wir auch einen Insta-Account haben, und in dem Insta-Account haben wir so unsere ganze Reise dokumentiert und halt mit ein paar netten Bildern, und ist ja nicht alles immer rund gelaufen, sondern wir hatten durchaus auch lustige Sachen, die nicht so rund gelaufen sind. Und wenn da jemand Interesse hat. Gut, kann schon. Also ich würde es auch empfehlen, wenn der René und die Tanja sich jetzt echt Mühe geben, mit uns mal das Interview zu machen. Ich meine, das machen wir auch wirklich für die Zuschauer. Genau. Denn ich finde es immer interessant, aus erster Hand solche Informationen zu bekommen. Ich würde zum Schluss noch mal kurz drauf zu sprechen kommen.
Wenn ihr unterwegs wart, waren die Räder sehr zuverlässig. Es waren ja immerhin 14.000 Kilometer. Hattet ihr mal einen Punkt, wo ihr sagtet, da musste man jetzt mal in die Werkstatt oder so? Oder wie war das Netz so? Konnte man in die Werkstatt? War das überhaupt nötig? Ja, wir mussten leider einmal in die Werkstatt, also beziehungsweise mussten wir einmal in die Werkstatt, weil wir unsere Ketten haben wechseln lassen, weil die, weil die runter waren. Ja. Und ich hatte dann quasi an meinem Fahrrad auch das Problem mit die Tanja dann jetzt mit den Rissen in der Felge. Das mussten wir tauschen lassen. Da haben wir aber sehr gute, kompetente Hilfe in Norwegen, in Trondheim gehabt. Das waren sehr nette Leute von E-Cycle. Und die hatten auch, sind auch ein riesiger Müllerhändler und das hat also wunderbar eigentlich funktioniert. Aber und ansonsten hatten wir keine Probleme. Also außer den Verschleißteilen, ansonsten liefen die Räder wunderbar, ja, ohne Probleme. Okay, ohne Probleme. Das war ja auch ein Härtetest. Ich komme auch nochmal drauf zu sprechen. Wir benutzen hier verstärkte KNC-Ketten schon eh und je. Und ich sage mal, bei den Kettenschaltungen ist es wirklich so, die Kette springt ja hin und her, hat bei uns circa eine Laufleistung von 8000 Kilometer und das ist ja auch so das, was ihr berichtet gerade, dass die wirklich so lange heben, denn es ist auch wirklich bekannt, dass ansonsten eine Kette in der Regel vielleicht so 2.000, 3.000 Kilometer hält, dann muss sie getauscht werden. Wie gesagt, bei uns werden hier Räder konfiguriert für das Bedürfnis des einzelnen Kunden. Und das ist ganz wichtig, wenn Sie zu uns kommen, ein Rädle konfigurieren, wollen Ihr Wunschrad sich zusammenstellen, mit uns zusammen machen wir es sehr gerne. Sie kommen jetzt zu einer Probefahrt, wir setzen uns danach zusammen, wir reden einfach mal über das richtige Rad für Sie, suchen dann alle Komponenten zusammen. Natürlich ist unser Baukastensystem begrenzt, aber das ist sehr gut bestückt. Ja, und dann lade ich Sie recht herzlich ein. Ich würde jetzt auch schon zum Ende kommen. Es war ein sehr aufschlussreicher Beitrag, ein sehr aufschlussreiches Interview. Ich freue mich, dass ihr euch dazu bereit erklärt habt. Gerne. Und wünsche euch weiterhin viel Spaß mit diesen Rädern, dass ihr noch so weit wie möglich kommt. Und ich denke, die Reise ist noch nicht zu Ende. Sie ist nur unterbrochen. Genau. Und ihr werdet dann irgendwann weitermachen. Ja? Absolut. Ich danke euch. Genau, und verabschiede uns. Ja? Okay. Wiedersehen. Ja.